gerade was plätschern gehört. Das gibt's doch nicht. Hier ein Fischschwarm. Nee, ein anderes Croc. Bist du das? Ich bleib gerade stehen. Nein, da bist du das nicht. Genauso groß wie du. Oder größer? Bisschen größer, glaube ich. Oh, fuck. Es ist schneller als ich, warum? Weil es größer ist. Dann werde ich sterben. Du bist nicht in der Nähe, oder? Ich glaube nicht. Ich bin südlich gespawnt vom Sumpf. Ich kämpfe gerade gegen das Croc. Kein Problem, es hat mich noch nicht gehittet. Lol. Hau nicht ab! Okay, es dreht um. Es hat mich gepackt. Oh, okay, das war ein schneller Charge. Das war's mit mir. Okay, das ist schon deutlich größer. Ich habe mich irgendwie überschätzt. Ich dachte, ich wäre krasser Typ. Jetzt hänge ich hier und schreie wie so ein kleines Baby. Mama. Aua. Ja, scheiße. Das war's mit mir. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle. Heute spiele ich mal wieder den Dino. Und wie ihr gerade schon gehört habt, nicht alleine, sondern wieder mit Bluesucho. Sein YouTube-Kanal und Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Schaut da mal vorbei. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Das ist ein Reh. Bringt uns das was? Leider nicht. Töte es trotzdem. Wie das in meinem Maul hängt. Das arme Reh. Das sieht bei mir so aus, als wenn das noch lebt und zappelt. Das Reh. Bambi! Es tut mir so leid. Ja, eigentlich bin ich auch. Der Fisch lebt eigentlich noch. Ja, so Bambi auch. Siehst du, Bambi lebt. Der springt noch. Ganz glücklich. Guck mal, wie glücklich der springt. Oh, Bambi. Aber Kopf über. Okay, wir gehen. Ich hab das gar nicht getötet. Genau, es lebt noch. Danach sind wir dann erstmal auf die Suche nach der letzten fehlenden Diät gegangen, nämlich dem S. Und dafür sind wir den kompletten Fluss einmal flussabwärts geschwommen und fast bis zum Ende und dann wieder umgedreht, weil wir nichts gefunden haben. Stattdessen haben wir dann das hier gefunden. Hinter uns ist ein anderes Croc. Groß, klein? Ich weiß es nicht. Egal, sollen wir tryen? Ich glaube, das ist größer. Schwimm. Oder warte zumindest auf mich, dass wir zu zweit sind, wenn es attackt. Ich warte. Dann tryen wir es. Ich weiß nicht, wie groß das ist. Gibt es da irgendwas zum Verstecken? Es holt mich, Daumenstock. Es holt mich. Das ist riesig. Bleib versteckt. Es wird mich töten. Wenn du kannst, rechtsklick runter zu mir hier zum Baumstumpf. Ich kann gerade nicht rechtsklick drücken. Wegen dem Fisch im Maul. Es kommt, ne? Mal absuchen. Es ist an Land, es ist an Land. Kannst du wegschwimmen? Ja. Was machen wir jetzt? Einfach weg, einfach weiter, einfach weiter. Ich kann nicht saut. Es hat keine Ausdauer mehr, Bin schön, es soll mich gerade schnappen, wenn ich jetzt ein Loch im Baumstumpf bin, ich durchgeflitzt. Hat's wirklich keine Ausdauer mehr? Ne, ist am Ufer. Ich riech's halt noch nicht. Oh nein, bitte lass es nicht verbuggt sein. Lass mir jetzt keine Hoffnung machen, Alter. Ich riech mal eben langsam. Doch, ich riech's auch. Was. Ja. Oh, es ist aber winzig. Oh mein Gott. Was ist? Anderes Croc. Wollen wir es töten? Es hat mich.
Ja, ich bin tot. Ich hab sein Mate. Sehr gut. Ja, der wird mich halt jetzt holen. Ich habe keine Ausdauer. Ja, ich muss tot. Leider flüchten, nein, ich habe auch keine Ausdauer mehr. Ja. Scheiße. Ja, sowas Ärgerliches. Da haben wir die ganze Zeit kein S gefunden und dann ist Sucho leider gestorben. Ich bin dann noch ein ganzes Stück weiter in den Wald gekrabbelt und dort habe ich mich dann erstmal ausgelockt. Und irgendwann am nächsten Tag ging es dann auch direkt weiter. Allerdings hatte ich jetzt das Problem, dass ich sehr wenig Leben hatte und mein Magen fast leer ist. Das heißt, ich musste richtig schnell jetzt was zu essen finden. Ich habe leider keinen einzigen Fisch irgendwo gefunden in der kurzen Zeit, die ich hatte. Allerdings hatte ich, als mein Magen rot war und ich kurz vorm Verhungern stand, ein Geräusch in der Distanz gehört. Da vorne schwimmt was durchs Wasser. Das könnte meine Rettung sein. Ich habe nur keine Ausdauer mehr. Darf nicht getroffen werden. Bin halt so low. Oh nein. Oh, es geht unter. Okay, ich warte. Geil, der trinkt. Los, er trinkt schneller. Wie lange kann er denn Luft anhalten? Ich sterbe. Okay, wir müssen schnell ein Stück rausbeißen. Habe ich ein Stück? Oh nein, ich weiß es nicht. Nein, ich bin gestorben. So kurz vorm Ziel bin ich verhungert. Oh Gott, wie bitter. Das war wirklich sehr, sehr knapp und ärgerlich. Allerdings hatte ich jetzt das Glück, dass ich dort neu spawnen konnte und dann an meiner Leiche und an der großen Diabloceratops-Leiche mich komplett vollfressen konnte mit der Diät. Als ich dann in der Nacht weitergewandert bin, hatte ich diese sehr furchteinflößende Begegnung. Da lag einfach ein riesiger Dino, aber der hat mich erstmal nicht bemerkt. Und ich bin dann ganz schnell weitergeschwommen. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass er jetzt umdreht und mir hinterher schwimmt, weil er ja viel, viel schneller ist als ich. Aber zum Glück hat er das nicht gemacht und deswegen durften wir weiterleben. Das Ziel, was ich hatte, war die Staumauer, denn dort gibt es so einen kleinen Tunnel unterirdisch. Da braucht man halt das Wasser dann nicht verlassen und kann direkt in das Meer schwimmen. Denn als nächstes stand jetzt auf meiner Liste die Salzwassermutation. Und dafür muss ich jetzt dreimal mein Wasser unten rechts leer trinken mit Salzwasser und dann wieder auffüllen. Aber selbst hier hatte ich keine Ruhe vor anderen Dinos. Das war spannend. Aber wichtig. Und nach dieser weiteren lebensbedrohlichen Begegnung im Süßwasser habe ich dann nochmal ein letztes Mal Salzwasser getrunken. Und jetzt konnte ich endlich die Mutation lernen. Oh, ich kann Salzwasser trinken lernen. Ein Träumchen.
Jetzt stand für mich eine sehr, sehr lange Reise durch den Ozean bevor. Denn beim West Rail Access wartet ein alter Bekannter auf mich, nämlich Blusuro. Der hat nochmal neu angefangen und ist mittlerweile schon bei 90% Wachstum, also schon ziemlich groß. Als ich dann endlich nach einer sehr langen Zeit dort angekommen bin, musste ich erstmal ein paar Schildkröten fressen, weil ich kurz vorm Verhungern war. Oh, sie robbt weg von mir. Sie ist fast so schnell wie ich. Oh, das ist natürlich jetzt schon. Das ist natürlich. Scheiße. Nein, sie entkommt. Sie darf nicht ins Wasser. Wenn die Meeresschildkröte das Croc outrun, mach ich mir Sorgen ums Croc. Nein, ich krieg das. Sagte er. Ich bin fast dran. Ich mach jetzt einen Sprint, mir reicht's. So, Feierabend, Shiggy. Bist verhaftet. Am Genick habe ich sie. Trag sie mit ins Wasser. Und ich höre auch ganz viele andere Dinos. Also vielleicht kommt hier gleich was. Da ist ein Herrera. Ja, der ist gestorben. Was war das denn? Der ist in die Luft gesprungen und dann gestorben. Ich verhungert. Okay. Ja, genau vor mir. Nein. Okay. I mean, I take it, ne? Es war auch nicht viel dran. Aber besser als eine Schildkröte. Jetzt habe ich wenigstens ein paar Organe. An dem Strand war leider gar nichts los und ich brauchte mittlerweile wirklich schon was Größeres, um satt zu werden. Und meine Diäten waren auch schon leer. Deswegen musste ich mich jetzt auf eine Landwanderung begeben zu Blusuro. Ich mache mich jetzt aber auf die Wanderung. Ich gehe jetzt an Land. Ich glaube, das werde ich nicht überleben. Drück mir die Daumen. Doch, das schaffst du. Ich drück dir beide Daumen. Oh, ich sehe die Leiche sogar schon. Du meintest. Sieht lecker aus. Mhm. Meinst du, ich kann schon durchsprinten jetzt? Ja, ja, klar. Oh, Gott sei Dank, ich hab's geschafft. Nichts hat mich genervt. Ist das ein Träumchen? Oh, und die Ausdauer ist alle. Das hat genau gereicht. Wie er da. Warte, ich mach freundlich und du holst ihn dann. Aber nicht, dass du mich aus Versehen erwischst. Oh Gott, was machst du? Ich dachte, er wäre hier im Busch, Alter. Ich hab voll verkackt. Egal, egal. Wir haben ja freundlich gemacht. Jetzt geht er wieder rüber. Drecksau. Okay, S habe ich schon mal. Nein, jetzt hat er zu viel gegessen. Ich habe schon lange aufgehört zu drücken. Oh, Dandy. Ja, ich habe schon extra eher aufgehört, weil ich wusste, dass er nach isst. Aber er hat ja noch mehr nachgegessen. Guck dir dieses Größenverhältnis an. Du bist einfach schon ein richtig dicker Brocken. Ich bin ein richtiger Fettsack. Dafür bin ich klein und sportlich. Ich werde gleich alle Raptoren snacken, die du verfehlst. Das will ich sehen. Das war's. Das sieht halt alles aus wie unter Wasser hier, nur an Land. Das Verstecken wird wieder hardcore anstrengend, weil dann Silhouette halt einfach, warte, ich komme. Ja, die trinken halt hinter den Felsen. Kriegen wir die da trotzdem? Einer rechts, einer links? Warte. Geh du mal rechts. Der Große trinkt rechts. Oh mein Gott, er ist aber da hinten. Raptor ist im Wasser. Oh nein, ich habe ihn losgelassen. Oh. Okay, du hast ihn. Wir haben irgendwie beide gegrabt. Ich glaube, ich habe dir Schaden gemacht, oder? Nee. Gut. Ich muss gedrückt halten, das ist so ungewohnt. Das sind Dryo und Bipi. Sollten nachts besser sehen als die Räuber. Natürlich kommt auf die Räuber an.
Aber sowas wie Raptor zum Beispiel, finde ich, sollte er der Tagjäger sein und nachts schlechter sehen und Dilo und Todon halt übel gut. Aber irgendwie Raptor sieht alles genauso in der Nacht wie am Tag. Dieser Raptor, der nervt mich. Oh, was? Nicht erwischt? Unlucky. Ah, hier ist ein Fisch gespawnt. Habe ich den gerade aus Versehen gekillt? Will halt trinken hier die ganze Zeit. Wie er über mich rüberspringt. Aber wir müssen jetzt geduldig sein. Ich meine, die Zone ist hier. Hier muss ja mal was passieren. Ja. Irgendwas Kleines schwimmt halt rüber. Egal, alles wegsnacken. Auch kleine Dinger. Keine Gefangenen. Schon wieder es. Soll ich das mal als Bait ans Ufer legen? So ein bisschen weiter weg? So. Oh ja, kannst du machen. Beim Wasserfall. Ich hab einen Kanu. What the fuck? Aber kleiner, oder? Der war halt im Wasser, ne? Der ist nicht ganz groß, aber schon größer. Nice. Also werden wir auf jeden Fall gut was essen können von. Kannst auch reinbeißen, oh ja, wenn du willst. Oh ja, ich sehe. Ich glaube, oder? Er ist tot. Ah, oh, sehr schön. Nice. Ich würde mich mal eben voll futtern, die Diäten, und dann kannst du den Rest haben, würde ich sagen. Jawohl. Ich bräuchte erstmal einmal Stipunktchen. Das sind die Lungen, ne? Ja. Und die Zeras sind wieder da. Ja. Ich will trotzdem jetzt essen. Vielleicht denken die dann, ich bin gerade beschäftigt, weißt du? Zera wäre jetzt richtig geil. Wieso ist da viel dran? Punkte. Achso. Dann muss ich die Kackfische nicht trocknen. Ja, das stimmt. Oh Gott, ey, die Organe bringen ja fast nix. Das ist ja ein Witz. Der kommt, glaube ich, echt. Ja. Zera wäre lecker. Aber der ist auch nicht ausgewachsen, ne? Der kommt, er kommt. Next zu ihm? Der ist runtergefallen. Ist er tot? Oh, nein, der ist im Wasserfall runter und jetzt haben die mich gesehen. Oh no. Oh mein Gott, Digga. Das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Also Kacke. Der springt da runter im Wasserfall, ne? Oder so? Guck mal. Der sitzt da, wenn du jetzt da runter gehst. Oh, das schaffe ich nicht. Das schaff aber hier kommt auch ein Kanu gerade. Warte. Die loggen da aus, der loggt da aus! Hier ist aber gerade ein Kanu. Nein, die gehören zusammen. Der Zera sitzt da und hat gerade auch versucht auszuloggen. Jetzt sitzt er wieder da. Ja, der Kanu gehört doch nicht zu ihm, oder? Doch, die laufen zusammen rum. Echt? Ich konnte ihn nicht greifen, hier ist ein Kanu reingesprungen. Ich bin zu leicht. Oh mein Gott. Oh nein, schade, dass du nicht mehr da bist. Ich habe dafür einen anderen Zera, einen kleineren. Digga, er sitzt halt hier einfach und... Also hier oben gibt es Pünktchen, ne? Ja, bei mir gleich auch, vielleicht. Sind halt die Kanus auch noch, ne? Ja, aber... Der lockt aus! Ja, von Kante zu Kante. Ja. Ja. Weiter, einfach weiter. Wo sitzt der denn? Direkt vorletzte Partie. Ja, ich seh's. Also, bleib stehen, da sieht nicht, der sieht. Warte mal, das ist gewissen. Warum beißt du? Du kannst den packen.
Jawohl, jawohl. Und jetzt einfach runter ins Wasser. Nein. Ich habe ihn losgelassen. Ja, Gott. Er hat... Oh mein Gott, my bad. Ich habe auch nichts gesehen durch das Wasser, ey. Ich dachte gerade kurz, ich wäre tot, ne? Weil der Bildschirm dunkel geworden ist. Ah, guck mal, die Kanus gehören nicht zu dem, oder? Ja, ne, anscheinend auch nicht. Weil eben ist ein Kanu mit dem rumgelaufen, aber haben die den getötet. Ich habe halt jetzt Mageninhalt verloren durch die Bisse. Ja, du kannst das Kot nicht kotzen. Ach so. Also füllt sich das wieder auf, auch wenn es grau ist? Ja. Okay. Oh, ich habe ihn aus Versehen losgelassen, ey. Zera ist tot. Okay, holen wir ihn uns, oder? Da kommen wir doch hinterher, ne? Ja, safe. Ja, sehr gut. Dann haben wir ja doch unsere verdiente Beute. Guck mal, wie sie jetzt auf einmal auf Friendly machen. Oh, ist das belohnend, dass wir den jetzt kriegen. Die haben halt abgestaubt und wir holen uns trotzdem die Beute. Ich liebe Croc. Ja, aber du kannst einfach durch, ne? Du bist halt Crocs beanspruchen alles. Also wenn du willst, kannst du mal eben die Organe rausschütteln. Ich esse meine Punkte voll und den Rest kriegst du. Weil ich habe fast Punkte voll. Okay. Anschließend war da leider nicht mehr so viel los an der Stelle. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, nochmal den Standort zu wechseln. Und haben uns nochmal auf eine längere Reise begeben zu einem kleinen Teich. Sieht witzig aus. Das ist Doppeldecker-Croc. Das ist mein wahres Ich. Ich bin eigentlich klein, aber im Innern bin ich stark und groß. Das ist ein Anglerfisch, Alter. Hast du so einen Köder auf dir drauf? Das sieht aus wie so ein Baby-Croc. Und dann kommst du so hoch und dann ist das so ein dickes Ding. Boah, ist das mit meinem Schatten los, Alter. Was bin ich für ein Fettsack? Ja, weiß ich auch nicht. Aber mein Schatten ist da auch mit drin. Aber trotzdem. Diese Proportion im Schatten. Das ist einfach Godzilla. Bleib mal kurz stehen, dann siehst du echt aus wie Godzilla im Schatten. diese kurzen Ärmchen. So, ich gehe aber schon mal rein, um zu gucken, ob da was ist. Ja, mach das. Und? Ist clean? Ja, und es trifft mich auch direkt an. Ist da was drin? Ja, ein Croc. Warte, ich seh's nicht. Warte. Wir gehen an Land. It's down. Oh Gott. Okay, sehr schön. Oh, da war echt ein anderes Croc drin. Wie geht's dir? Orange. Okay. Ja, mich hat er kaum getroffen. Der kam direkt an. Hat Stress. Ja, ich bräuchte jetzt gleich die Organe erstmal. Aber die können wir wieder nicht richtig rausholen, ne? Nee, aber du kannst die Organe haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit Doppel-S und Punkte voll. Okay. Ist mir jetzt egal, ob ich jetzt. Check mal kurz, ob hier noch eins ist. Aber das hätte mit angegriffen. Das hätte mit angegriffen. Und das war's jetzt auch mit der heutigen Folge von The Isle. Vielen, vielen lieben Dank nochmal an Bluesucho, dass das mit aufgenommen hat. Und die beiden Crocs leben noch, also es wird vermutlich noch eine zweite Folge geben. Schaut auch gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, dort ist Bluesucho auch verlinkt. Und falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich selber ein Like freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.